Servus Leute, der Keiner hier und so. Das ist es, das erste Son Vegas Pro Tutorial, handelt über Grundlagen und Kurztastenbefehle für Anfänger, die sich mit dem Programm noch nicht so gut auseinandergesetzt haben. Okay, wir starten erstmal das Programm. Ich habe Pro 11, ist nicht schlimm, was für eine Version ihr habt. Der einzige Unterschied ist, ihr habt ein paar Effekte mehr oder weniger. So, das Programm ist gestartet. Es ist in drei Sektoren aufgeteilt erstens. Also rechts oben habt ihr euer Vorschaufenster. Also das sieht man auch hier ganz gut. Links oben habt ihr euer Sektor für Übergänge oder Videoeffekte und halt deren Vorschau. Und unten habt ihr eure Zeitleiste oder auch Arbeitsbereich. So, wir erstellen uns erstmal ein neues Projekt. Da gehen wir hier ganz oben links auf Datei, Neu. Und als Breite habe ich 1280, Höhe 27, standardmäßiges HD Ready. Filtreihenfolge, keine Progressive Scan, Pixel-Seitenverhältnis 1 zu Quadrat, den Rest könnt ihr euch eigentlich kopieren. Framerate 29,970 NTSC, das ist anders gesagt 30 FPS, weil das Video, was ich gleich als Beispiel verwenden werde, hat nur 30 FPS. Also Halo hat immer 30 FPS. Okay, dann können wir auch auf OK gehen. Hier in die Zeitleiste, also in euren Arbeitsbereich, könnt ihr Video, Bilder und Musikdateien reinziehen. Das geht ganz einfach per Drag and Drop, also ihr nehmt euch den Clip, den ihr haben wollt und zieht es einfach rein und lässt es los. Es haben sich zwei Ebenen gebildet, eine Videoebene und eine Audioebene. Audioebene könnt ihr an den Audio-Hüllkurven erkennen. Links habt ihr noch so ein paar Einstellungen, da könnt ihr ein bisschen so rumexperimentieren und da könnt ihr halt zum Beispiel komplett ausstellen, dass es unsichtbar ist, oder ihr könnt die Transparenz, also so die Helligkeit runterskalieren. Ich lasse es immer auf 100%, weil wieso soll man es runterskalieren? Dann beim Video, beim Audio-Track habt ihr einmal Lautstärke-Regelung. Könnt ihr es lauter machen oder leiser, ist in Dezibel angegeben. Oder ihr könnt halt hier einstellen, bei dem ist gerade auf der Mitte. Da könnt ihr einstellen, ob es jetzt halt auf dem rechten Ohr mehr klingt oder auf dem linken. Aber ich lasse es immer auf der Mitte, weil sonst ist es für Leute, die ein Headset haben, irritierend. Nun, ganz wichtig, wenn ihr einen Videotrack in euer Son Vegas zieht, das allererste, was ihr dann macht, ihr geht mit Rechtsklick auf den Videotrack, Eigenschaften und Resampling deaktivieren. Das dient dazu, dass euer Clip dann kein Ghosting hat. Ghosting ist der Effekt, dass die Bilder sich dann überlappen. Das sieht dann total scheiße aus. Und ist ja ungenießbar, vor allem auf Fullscreen. Als nächstes, hier links in der Mitte haben wir unsere Frame-Leiste. Die zeigt an, bei welcher Zeit wir uns hier gerade befinden, wo wir halt gerade arbeiten. Und dann könnt ihr noch eure Ebenen könnt ihr auch dicker und schmäler machen. Das könnt ihr auch mit den Tasten hier, also dicker oder schmäler, aber das ist dann gilt für das ganze Projekt. Und wenn ihr hier zum Beispiel sagen, wir wollen reinzoomen, dann können wir wenn wir einfach draufklicken und dann mit dem Mausrad können wir einfach halt rein und raus scrollen. Das ist eigentlich total simpel. Das könnt ihr auch hier machen, ist aber viel umständlicher und naja. Wie spiele ich jetzt den Clip hier ab? Das ist ganz einfach. Ich gehe dorthin, wo ich den Anfang habe. Zum Beispiel sagen wir, ich glaube, hier war das so etwa. Und dann drücke ich einfach die Leertaste. Und nun wird es abgespielt. Aber das läuft jetzt halt einfach ins Unendliche. Und wenn ich will, dass jetzt nach dem Triple Kill das wieder an den Anfang geht, drücke ich nochmal die Leertaste und dann geht es dorthin zurück, wo es gerade angefangen hat. Das könnt ihr auch hier steuern, aber ich finde es einfacher, wenn man hier so die paar Kurztastenbefehle lernt, dann hat man auch nicht so, später ist es halt etwas nützlicher. Wir wollen jetzt halt zum Beispiel, wenn wir unten hier ins Leere, wenn wir das jetzt halt so markieren, dann wird das und wir Leertaste drücken, dann fängt es von vorne an, also hier, läuft einmal komplett durch, geht an Anfang und dann ist es pausiert. Wenn wir aber sagen, wir möchten das aber immer wieder ständig und ständig wiederholt haben, können wir Q auf der Tastatur drücken, dann entsteht hier auch so eine dunkelblaue Linie, die können wir auch vergrößern, verkleinern und dann fängt es immer von vorne an.
ja, manchmal ist es ziemlich nützlich. So, kommen wir zum Vorschaufenster. Nämlich bei größeren Projekten, auch bei mir, es fängt einfach irgendwann mal an zu hängen. Also es läuft nicht mehr komplett flüssig. Also euer Vorschaufenster. Und was man da machen kann, nämlich, ihr könnt dann die Vorschau, könnt ihr auf, zum Beispiel auf automatisch tun, dann ist die Qualität etwas schlechter. Oder auf Viertel, dann ist noch schlechter. Auf optimal Auto ist natürlich etwas besser, verbraucht mehr Leistung. Optimal voll ist das allerbeste, verbraucht ihr aber die meiste Leistung. Und ja, hier links habt ihr nochmal Videovorschau auf externem Monitor. Das bedeutet, falls ihr einen zweiten Bildschirm angeschlossen habt, könnt ihr euer Vorschau Video komplett auf dem Vollbild, auf dem zweiten Monitor abspielen lassen. Benutzen halt ein paar in der Filmindustrie und so, aber für euch, wenn ihr jetzt irgendwie Video-Editing macht, ist es eigentlich nicht so wichtig. Dann haben wir hier noch Overlays, da können wir zum Beispiel ein Raster auswählen, können wir ein- und ausschalten. Falls ihr einen Text habt und das wollt ihr direkt in der Mitte hier positionieren, dann könnt ihr durch das Raster das irgendwie einfacher machen. Unten sehen wir nochmal Projekt. Da steht kurz zusammengefasst, was für Einstellungen wir in unserem Projekt verwenden. Also 1280x27 und dann hier 29,970p, also halt, ja. Also die Framerate. Vorschau steht dafür, was für eine Qualität euer Vorschaufenster hat. Und bei Frame, das bedeutet einfach nur, bei dem wievielten Bild ihr euch gerade hier befindet mit eurer Maus. So, jetzt kommen wir zum Schneiden der Clips. Das ist ganz einfach. Beispielsweise hier beim Triple Kill, also hier beim dritten Kill, möchte ich genau hier bei der Stelle möchte ich einen Schnitt. Dann drücke ich auf meine Tastatur die Taste S und ja, fertig ist es. Das haben wir zwei separate Clips, die können wir auch hin und her ziehen. Aber ihr seht, wartet mal, wenn ihr hier ganz weit rein scrollt, also mit eurem Mausrad, dann seht ihr, da ist so eine Ein- und Ausblendung bei der Audiohöhlkurve. Das ist natürlich scheiße, weil dann ist euer Sound so ein bisschen verzerrt. Das kann man ganz leicht umgehen, indem ihr auf Option geht und dann Audiobearbeitungen mit schnellen Ein- und Ausblendungen einfach deaktiviert. Und wenn ihr jetzt schneidet, dann ja, ist es normal so, wie es sein sollte. Nehmen wir mal an, ich habe hier einmal das hier und das hier, also diese zwei Bereiche, und die möchte ich auch wegschneiden, weil da ja nichts passiert. Da ist ja Pause im Kasten. Dann gehe ich einfach einmal hier hin und drücke hier ist dann, gehe ich hier auf den Track, also auf den Clip, den ich weg will. Dann drücke ich Entferntaste auf meiner Tastatur und ist weg. Das könnt ihr auch machen, indem ihr hier rechtsklickt und dann löschen geht. Ist aber etwas umständlicher. So, jetzt möchten wir noch das hier weg haben. Dann drücken wir erst einmal S, haben einmal hier geschnitten und wir drücken einmal hier S, dann haben wir das weggeschnitten. Und jetzt hat die Entferntaste und klar, da hier weg ist es. Als nächstes kommen wir zu den Übergängen. Das ist ziemlich einfach, genauso wie mit den Effekten, die jetzt dann gleich kommen. Wenn wir bei jedem Clip, wenn wir hier am Anfang oder am Ende sind und oben hingehen, dann sehen wir, es bildet sich so ein, ja, Viertelkreis, dann steht dann ein Ausblendungs-Offset. Und dann können wir hier solche Ein-Ausblende-Kurven machen. Also hier von ab da fängt es an, dann geht es von schwarz, geht es ins Bild rein. Oder von hier, das ist eine Ausblendung, dann hört das Video auf. Wir können es natürlich so lassen, oder wir können es auch etwas professioneller machen. Gehen wir hier bei Übergänge-Menü. Das Übergänge-Menü. Falls ihr es nicht da habt, und dann geht ihr auf Ansicht, und bei mir ist zum Beispiel einmal Explorer, Videovorschau, Projektmedien, Übergänge, Video FX, Mediengenerator aktiviert. Und wenn ihr die Übergänge jetzt dann hier anklickt, dann solltet bei euch dann halt hier Übergänge stehen. Und das zieht euch einfach dann hier rein, also so, und das nimmt einfach und zieht es hier rein. Und dann habt ihr hier eure Übergänge, das könnt ihr auch verschieben. Und jetzt haben wir hier so eine Suchleiste. Da geben wir zum Beispiel Grad ein, also für Gradient Vibe, könnt ihr auch einen vollen Namen eingeben. Und hier haben wir zum Beispiel dann zum Beispiel das da. Dann sehen wir auch so eine kleine Animation, wie es halt ausschauen sollte. Und das können wir hier komplett auf 1 ziehen, also
die Verlaufsunschärfe und den Überblendungsgrenzwert. Und jetzt sehen wir, das sieht so aus. Also der blendet das von links nach rechts ein. Als nächstes kommen wir zu den Effekten. Da geht die hier auf Video FX und da haben wir verschiedene Effekte. Ich habe ein bisschen mehr, weil ich noch so ein paar Erweiterungen hier installiert habe. Gehen wir zum Beispiel hier auf, was gibt es denn hier so alles? Nein. Sagen wir wollen glitzern. Dann nehmen wir einfach glitzern. Manchmal haben wir hier auch noch ein paar andere Optionen, zum Beispiel bei einer Unschärfe, das können wir aufziehen. Sehen wir, unser Video ist unscharf. Das gleiche, das können wir auch wieder ausschalten, also halt entfernen, wenn wir hier drauf klicken. Oder wir können noch mehr Effekte einstellen, wenn wir auf Plugin-Kette erzeugen gehen, also da drauf. Dann können wir hier noch mehr machen. Gehen wir zum Beispiel hier auf, keine Ahnung, Sony-Lichtausfüllung hinzufügen, okay. Jetzt sehen wir, wir haben hier eine ganze Plugin-Kette, dann könnt ihr tausende machen, aber gut, euer PC wird leiden, das sage ich euch jetzt schon. Gut, wir entfernen das erstmal, die beiden. Ich glaube, wir nehmen einfach mal hier eine Farbkorrektur. Zum Beispiel rotes Highlight. Nehmen das, ziehen es drauf. Also es ist eine leichte Farbkorrektur entstanden. Das können wir natürlich auch hier alles einstellen. Hier zum Beispiel so. Gut, es sieht scheiße aus, aber das Video zu der Farbkorrektur, das kommt ja noch, daher scheiß drauf. Kurz was zum Thema Deckkraft, also Transparenz. Da kann man auch ein bisschen rumspielen, nämlich wir kopieren uns einfach mal hier den Track, indem wir C drücken, also Steuerung und C. Und dann erstellen wir uns hier einen Video-Track und einen Audio-Track. Da ziehen wir einfach mal unser Audio-Track nach oben. Unser Video-Track nach oben und Audio-Track nach unten. Gehen hier drauf und dann fügen es ein mit Steuerung und V. Ist eigentlich ganz simpel. Jetzt haben wir dann zwei Tracks. Jetzt haben wir das gleiche und jetzt kommt's. Wir nehmen den Glitzer-Effekt und ziehen es auf das obige. Ja, okay, jetzt können wir mal hier kurz einstellen. Okay, gut, so. Wenn ihr bei eurem Video-Track hier oben dann auf Steuerung drückt, dann könnt ihr hier das, könnt ihr die Deckkraft, diesen Deckungsgrad könnt ihr einfach mal einstellen. Der ist schon recht nützlich und vor allem bei dem Effekt finde ich, dass der da überhaupt erst dann gut ausschaut. Ihr könnt natürlich das natürlich auch ohne Steuerung gedrückt machen, dann ist es aber nicht so weich, also da könnt ihr es halt nicht so fein einstellen, wie als wenn ihr das ohne dem macht. Und ja, das war's auch schon. Also gut, hier die komplette Deckkraft für die ganze Ebene hier könnt ihr natürlich hier einstellen, aber wenn ihr das nur für den einen Clip wollt, dann könnt ihr es natürlich so machen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ich möchte jetzt hier einen Sync Point setzen, also so einen Marker, so als kleine Hilfe für mich. Da kann ich M auf meine Tastatur drücken. Da kann ich jetzt zum Beispiel irgendwie Shot oder Drop oder irgendwie sowas reinschreiben. Dann kann ich einfach Enter drücken und dann habe ich hier so einen Marker gesetzt. Ich mache immer ziemlich viele, weil ich sync immer hier alles, den ganzen Track. Ja, ihr könnt es natürlich auch ohne irgendwas reinzuschreiben machen. Einfach M und dann Enter. Nun kommen wir zu dem Thema Kurztastenbefehle, also Shortcuts, Hotkeys. Diese sind ziemlich nützlich. Da müsst ihr halt die ein bisschen auswendig lernen, aber es geht ziemlich schnell innerhalb von ein paar Minuten oder Sekunden. Hat bei mir auch nicht lange gedauert. So, als allererstes, das allerwichtigste Shortcut ist eigentlich S, also um Sachen zu schneiden, das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Dann gibt es noch Shift und V, damit könnt ihr, wenn ihr auf die Audio-Kurve geht, also auf den Audio-Track und Shift und V drückt, könnt ihr hier so eine, entsteht hier so eine Linie bei euch. Kann auch eine andere Farbe haben, aber es entsteht so eine Linie und wenn ihr Doppelklick drückt, dann stehen hier solche Punkte. Und diese Punkte könnt ihr dann hoch und runter ziehen und somit könnt ihr dann einstellen, dass ich zum Beispiel von ganz laut fängt die Musik an, dann wird es leiser, hier normal, dann leiser, hoch, runter, dann hier geht es normal weiter. Wenn ihr immer hier drauf geht, dann seht ihr auch, wie viel Dezibel also es gerade ist. Guck ganz schnell mal zurück. Ah ja, genau. Wenn ihr
Steuerung und Z drückt, dann könnt ihr den Arbeitsschritt nach hinten zurückdrehen. Das könnt ihr auch hier mit dem Pfeiltasten vorne nach links machen, also mit den hier. Aber leichter ist es halt, wenn ihr wirklich hier diese Shortcuts benutzt. Nach vorne ist es einfach dann Steuerung, Shift und Z und nach hinten einfach nur Steuerung und Z. Wenn ihr ein Video habt, was bei euch ziemlich laggt, weil ihr so viele Effekte drauf geklatscht habt oder weil euer Prozessor gerade schon irgendwie ziemlich am Schuften ist oder weil euer, ich weiß gar nicht, ihr euch Pornos im Hintergrund anschaut, keine Ahnung, ist mir auch egal, dann könnt ihr das markieren, was ihr gerade hier anschauen möchtet, also als Vorschau, und drückt Shift und B. Und jetzt sieht man, Sony Vegas rendert dieses markierte Abschnitt in meinen Arbeitsspeicher. Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass euer PC ja Minimum 4 GB Arbeitsspeicher auch als Abkürzung RAM hat, weil das wird immer wieder vorkommen. Und wenn ihr mehrere Projekte, also wenn ihr, ich meine, wenn ihr mehrere Programme im Hintergrund laufen habt, dann werden die wahrscheinlich auch noch was vom Arbeitsspeicher sorgen wollen und dann wollen alle was davon und dann, wenn es natürlich zu wenig ist, ja. Gut, okay, jetzt können wir es pausieren. Das läuft komplett flüssig durch, weil es ist ja eigentlich im Arbeitsspeicher abgespielt wird. Wenn ihr W drückt, dann kehrt ihr komplett an Anfang von eurem Projekt, also auf 0. Wenn ihr Steuerung und U drückt, das ist auch noch ziemlich cool. Okay, wir haben hier jetzt halt den Video, diese Videodatei hat eine Audiodatei und eine Videodatei und wir möchten diese, die sind ja zusammen, die sind immer zusammen meistens, wir möchten die separat, also einzeln. Dann drücken wir hier Steuerung und U, also wir klicken erstmal drauf und dann Steuerung und U. Und jetzt haben wir zwei separate. Jetzt können wir sagen, ja gut, hier das Video, oder nee, das Audio, das brauche ich nicht. Dann können wir das einfach mal entfernen. Und ja, dann können wir natürlich das Video hier wieder an dort zurück tun, wo wir es gerade entnommen haben. Paar Worte zum Menü. Hier oben haben wir einmal Datei. Da können wir ein neues Projekt erstellen, Projekt öffnen, Projekt schließen, speichern, speichern unter. Also wenn ihr ein Projekt neu startet, dann solltet ihr am besten auch das Projekt sofort speichern. Dann hier könnt ihr es rendern alles. Also dazu kommt noch das Video. Bisschen ausführlicher werde ich es dann machen. Dann könnt ihr hier bei Ansicht, könnt ihr halt hier noch so ein paar zusätzliche Sachen öffnen, wie zum Beispiel das mit dem Trimmern. Das können wir zum Beispiel uns hier reinziehen und dann, was wir in den Projektmedien haben, können wir dann hier so als, ja, Vorschau anschauen und dann hier auf Abspielen gehen. Hier oben haben wir noch Sachen wie Einfügen, Extras, Optionen, Hilfe. Da könnt ihr euch ein bisschen so rumklicken. Bei Sony Vegas könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen und ja, das Einzige, was ihr vielleicht noch nicht machen solltet, wäre hier auf Präferenzen klicken. Dazu kommt hier ja nämlich noch ein Tutorial, da zeige ich euch, wie ihr so, ja, die optimale Leistung halt so mit dem Programm halt erzielt. Sagen wir, wir möchten jetzt halt, dass unser Vorschaufenster von der Größe her so ist, ungefähr so. Wir keine Projektmedien haben, auch keinen Mediengenerator, sondern nur Übergänge und Videoeffekte. Ungefähr auf der Größe. Dann können wir dieses, ja, Layout können wir speichern. Nämlich, wir gehen auf Ansicht und dann Fenster Layout und dann speichern alles. Dann geben wir hier Namen ein. Zum Beispiel hier Tutorial. Und können dann hier bei den Tastenkürzeln, können, sagen wir, wir nehmen die 8 und dann gehen wir auf OK. Und okay, ist mein Beispiel. Wir wollen jetzt halt das Layout haben, was wir vorhin gespeichert haben. Dann drücken wir Alt, D und die 8, was wir ausgewählt haben. Und man sieht, es hat sich hier schön transformiert. Ja. Nun, ich denke, ich bin fertig mit meinem Tutorial also für die Anfänger. Ich glaube, die Basis-Grundeigenschaften hier von dem Programm habe ich denke mal, ganz ausführlich erklärt. Also ich will mal wissen, ob ihr es gut gefunden habt.
Schreibt es einfach mal in die Kommentare, weil das würde mich wirklich interessieren. Also wenn ihr mir einfach so ein Dislike gibt, dann weiß ich ja nicht, was ich falsch gemacht habe. Also bitte einfach mal in die Kommentare. Also ich bin ja auch nicht böse, wenn jemand irgendwie schreibt, hier du Hurensohn, keine Ahnung, ich weiß nicht. Meine Mutter, die ist keine Hure, aber keine Ahnung. Also ich verabschiede mich mal. Bis dann. Ciao.